Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Advanced Warfare. Dieses Mal spielen wir Free for All. Meine Königsdisziplin, weil da kann ich potenziell in jeder Ecke sterben. Total geil, so wie hier. Ich dachte mir, ich bist schlau und gehst mal hin und messerst den, um einen kleinen Punkteschub zu kriegen. Ich dachte, der wäre noch AFK oder so. Ja, das bekommt man an der Strafe, wenn man es ausnutzen will. Schöne Scheiße. Die Map müsste Detroit sein, genau, Motor City. Und die ist eigentlich, also ich finde die richtig schön. Also die hat alles. Große Flächen und so enge Gänge, also das ist eine gute Mischung. Und gefällt mir definitiv besser als diese scheiß Labyrinth-Map beim letzten Mal. Ist auch schön gemacht, also mit den brennenden Autos, überall Barrikaden, alles so postnuklear. Da ist einer, den ich dann wieder mal nicht getroffen habe. Aber das ist dann wieder hier diese, dieser Anfall von Pro Gaming, den ich jetzt hier gerade habe, den ihr gerade seht. Das ist echt, also ich würde sagen, es ist das Shrink-Syndrom. Ja, es gibt so Momente, da schieße ich einen nach dem anderen weg. So wie hier gerade. Ja, also nicht nur, wenn sie in die Seite rennen oder sonst wo gar nicht hingucken, sondern ich bin jetzt vor dem rausgesprungen und habe ihn direkt erwischt. Und da gibt es wieder Momente, da läuft überhaupt nichts. Da gucke ich den gucke ich an, renne ihn hinterher, nur um dann den Tod zu finden, weil er sich umdreht. Also das ist doch echt bescheuert. Also ich verstehe es manchmal echt nicht, ob es liegt wirklich an der Latenz, weil ich habe auch oft das Gefühl, das hat man mit dem Bevorius, dass es einem manchmal so vorkommt, dass du für den Gegner 5 oder 6 Schüsse brauchst, obwohl du jeden triffst und dann dreht sich der Gegner um, drückt einmal drauf und du fällst tot um mit einem Furz oder so. Also ich verstehe es einfach nicht. Also echt, ich kann es mir nicht erklären, wie das sein kann. So, jetzt läuft es gerade echt gut hier, ne? Ich bin gerade der Führende, ne? Seht ihr hier, 7-7, unentschieden. Das steht immer nur dran, weil ich eben gleich viele Punkte wie der Führende bin, hab. Und der Führende bin im Moment ich. Wer hätte das gedacht? So, aber, ja, den habe ich auch noch mitgenommen, genau. Also 8 Kills. Soweit ich jetzt, wenn ich nicht total daneben liege, dann alle nacheinander. Ich meine, ich bin am Anfang 2-3 Mal gestorben, aber dann lief es gut. Also ich bin echt auch froh, wenn ich dieses blöde Plünderer-Perk endlich habe. Man guckt es euch an, wenig Munition, das irritiert total. Nicht, dass mir das oft passieren würde, aber trotzdem. So, da hatte ich kurz einen Ruckler drin, ich weiß nicht warum. Und dann war es vorbei. Das hat mich echt aufgeregt. Ja. Das war's dann auch schon wieder mit dem Pro-Gaming. Jetzt kommt nämlich das Sterben. Verbündete Wolken über uns. Die Sterbe-Orgie. Mit dem Walken, guckt's euch an. Endlich mal ein Kill mit der Walken. Dieses Mal hat's geklappt. Aber das habe ich wirklich ziemlich kurz nach der anderen Runde aufgenommen. Deswegen wusste ich zumindest so ein bisschen jetzt, wie es geht. Wenn ich jetzt wieder 1-2 Tage nicht dazukomme oder die Walken nicht freispiele, dann habe ich es wahrscheinlich wieder vergessen. So, und wenn ihr euch fragt, warum steht der so dumm rum? Ich wollte eigentlich gerade die Orbitalvorräte runterschicken und habe irgendwie die Taste nicht gefunden. Ja, auch das kann passieren. Aber jetzt hat's geklappt, ja. Im 100. Anlauf oder so. Und ja, da ist was Interessantes drin. Ein Tramgeschütz, sprich, ja, was ist das hier? Diese Schwebebahn, diese Hochbahn, diese Stadtbahn. Und die fährt jetzt hier rum. Und dann kannst du da rausballern, das finde ich total lustig, aber das gibt es wahrscheinlich nur auf der Map. Gut, ich habe jetzt im Urwald eigentlich keine Hochbahn gefunden, das ist, denke ich, normal. So. Ja, aber ich habe halt leider keinen wirklich gefunden, den ich abschießen kann mit dem Ding. Na, hier so ein bisschen getroffen, aber das war's dann auch. Und das ist aber alles so begrenzt, beziehungsweise wurde zerstört. Genau, der Typ hat es kaputt geschossen. Das war's. Und so könnte man hier ganz lustig die ganze Zeit mit der Tram auf- und abfahren und gucken, ob man irgendwen erwischt. Allerdings, das ist halt das Entscheidende, muss man sich sicher verstecken, was ja eigentlich gar nicht geht in dem Spiel. Denn die Gegner können dich nach wie vor töten, auch wenn man in dieser Tram-Steuerung drin ist. Ja, hier ist es wieder soweit. Also jetzt ist es dann wirklich losgegangen. Am Anfang so viele Kills mitgenommen und dann, ja, geht's halt bergab. Steil bergab. Ich kann euch nicht sagen, woran das liegt. Wie gesagt, Shrink-Syndrom. Wobei das wieder ganz gut war. Der eine hat den getötet und ich unmittelbar danach ihn. So kann man Raum aufräumen.
Aber ja, so viel Glück hast halt nicht immer. Der ist mir auch direkt vor die Flinte gelaufen. Ja, es ist irgendwie. Ich weiß es nicht. Also ich muss echt noch viel üben in dem Spiel. Und auch die richtigen Settings noch finden, weil so ist es echt frustrierend. Ich hatte teilweise Runden 1 zu 10, 1 zu 15, 2 zu 20 und lauter so Scheiße. Abstand die meisten Tode. Und ja. Ich meine, es sind ja nicht alles Pro-Gamer, die hier unterwegs sind. Im Gegenteil. Also deswegen ist es umso frustrierender dann. Ja, da habe ich wieder einen gesehen. Das ist immer. Ich weiß nicht, das ist auch total dumm, wenn ich das mache. Dem hinterher zu rennen. Aber in dem Fall hat es funktioniert. Und ja, dafür habe ich dann den Tod gefunden. Also ich weiß nicht, man sollte den Gegner nicht so blind hinterherrennen. Tunnelblick ist tödlich in dem Spiel. Und den habe ich halt. Ich sehe halt einen, den will ich hinterherrennen und dann will ich den abschießen und dann kommt einer von der anderen Seite und ich bin hinüber. Gut, okay, da hat es jetzt funktioniert, aber ja, ihr habt ja gesehen, wie es auch nicht funktionieren kann. So zum Beispiel. Dabei habe ich mich geärgert bei dem Kill, dass ich da die Killcam nicht laufen lassen habe, weil ich wollte echt gern wissen, wie ich so schnell hier reingekommen. Der war einfach nur blöd. Also das war so wie ich. Tja, ja, da habe ich auch wieder was gehört. Ich bin mir nicht sicher, ob das von der Drohne draußen kam. Oder aber von. Ja, also. Sau schlecht, einfach nur richtig schlecht. Ich raff's nicht, wie man das so verziehen kann immer. Aber ja, es funktioniert. Die Team Deathmatch-Runden gehen übrigens alle etwas länger. Also ich glaube, die laufen wirklich strikt nach Zeit. Sprich 10 Minuten oder sowas. Das kommt, glaube ich, hin. So ziemlich genau 10 Minuten. Und wer dann die meisten Kills hat, der hat gewonnen. Aber ich glaube, gewonnen habe ich das Dings erst ein einziges Mal, dieses Free-for-All. Also, das ist wirklich anstrengend, weil wirklich von überall Gegner kommen. Da geht's Team Deathmatch doch ein bisschen gemütlicher. Da kann man dann auch mal abstauben im Notfall. Jetzt hier kann man akrobatisch gegen eine Scheibe fliegen. Na, da habe ich ihn immerhin einmal getroffen. Ich traue mich immer nicht, auf die Distanz zu schießen, weil es ist einfach. Ich weiß auch nicht. Ich treffe ja sowieso nichts und solange er nicht weiß, dass ich hinter ihm bin, dreht er sich auch nicht um und schießt zurück. Coole Logik, oder? Also, das muss eine gute Logik sein. Das war wieder einfach nur, joa. Ich sehe ihn zuerst, schieße ihm theoretisch in den Rücken, er dreht sich um und furzt mich weg. Ja. Und mit meinen Granaten, das muss ich auch sein lassen. Also das ist echt total bescheuert. Ich schmeiß halt irgendwo Granaten hin und dann, ja. In der Hoffnung, dass was passiert. Ich weiß gar nicht, ob die Granaten die Gegner überhaupt noch töten, wenn man selber nicht mehr lebt. Oder ob die Granate dann mit einem verschwindet. Keine Ahnung. Das habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Aber macht nichts. Das kommt mit der Zeit. Ich habe ja noch viel vor. Und die Runde ist demnächst zu Ende. Eine anfangs echt gute Runde habe ich dann wieder ziemlich runtergespielt. Ich glaube sogar negatives Killverhältnis, also Tod- und Killverhältnis. Ja, voll versaut. Die Runde, die komplette. Aber das habe ich mittlerweile raus. Also wenn mir einer entgegenrennt, dann drücke ich die E-Taste und dann haut's den weg. Das ist total cool. Aber das Zielen und überhaupt das ganze Bewegen funktioniert noch nicht. Das ist total scheiße. Einfach nur total schlecht. Ach, ich weiß auch nicht. Aber mit der Zeit kriege ich da vielleicht ein bisschen mehr Routine rein. Da sowas zum Beispiel, da war ich dann aber wieder überfordert. Dann wusste ich nicht, auf welchen Gegner ich schießen soll. Und dann kommt so ein Müll dabei raus. Beziehungsweise es kommt gar nichts mehr dabei raus, weil das Spiel ist vorbei. Und dieser Turka67, der ist echt verdammt gut. Der hat jede Runde gewonnen, in der ich gespielt habe. In dieser Lobby. Und das ist halt echt abartig. Also, wenn ich mal so gut bin wie der, dann bin ich zufrieden. Wobei er jetzt hier auch nur mit aus der Hüfte schießt, ne? Also, gut, okay. Ihr seht 17-17, obwohl ich am Anfang echt so gut war, aber gut, okay. Kann man nichts machen. Bis dann. Ciao, Leute.